Hey du, genau du. Wie sind deine Smoke-Kenntnisse? I don't know. Ich smoke City. Überhaupt kein Problem, denn mit der Smoke-Baron-App, Update inbegriffen, kannst du easy peasy alle Smokes lernen, selbst auf Maps, die du eigentlich nie spielst. Und das sogar on the fly, also während du auf der Map drauf bist und gerade mit deinen Mates spielst, so haben wir es zumindest schon gemacht. In diesem neuen Update kamen jetzt übrigens folgende Sachen hinzu, eine Teilen-Funktion für Granaten-Tutorials. Neue Granaten sind blau markiert, klare Kennzeichen der Tickrate, 101 Screenshots für 64 Tick-Lineups, Vorbereitung für Flashes, Videos folgen. Die App sieht wie folgt aus, ihr habt hier direkt die einzelnen Maps in der Übersicht und jedes Mal dann dieses Infofensterchen neue Nades und plus 64 Tick Geschichte, falls da eben was vorhanden ist. Ich klicke mal eben noch hier oben links drauf und zeige euch die Sache, hier kann man dann einmal auf Anleitung gehen, also wie man die Seite benutzt, nehme ich an. Ja, das ist eine Videoanleitung, die schaue ich mir jetzt nicht an. Dann gibt es noch Vorschläge, hier kann man dann an Skinbaron selbst die Vorschläge zu weiteren Ideen senden und natürlich zu guter Letzt über uns, also die Policy. Also, im Moment sind Cache, Das 2, Inferno, Mirage, Nuke, Train, Overpass, Tusken, Vertigo und Ancient verfügbar. Wir haben gerade gestern Ancient genutzt. Ich klicke da mal eben drauf. So. Und schon sieht man hier diese Übersicht der Smokes. Man kann dann hier umschalten. Also, im Moment stehen wir auf Terroristen-Smokes. Man kann hier umschalten auf City-Smokes. Und ja, kann sich die dann eben anschauen. Ich möchte aber direkt das Beispiel von Mirage gerade eben nehmen. Deswegen gehe ich jetzt wieder hoch. Halt, da war es eben. Mirage, so. Ich mache mal Molly und so weiter aus und mache nur Smoke. Sudele. Und gehe auf Terroristen-Smoke. Die City-Smoke, die ich schmeißen möchte, ist hier blau markiert. Hier unten. Ich tippe mal drauf. Und jetzt sind hier verschiedene Positionen, von denen man die Smoke schmeißen kann. Also ich will sie ab hier hinten schmeißen, der ganz rechte Punkt. Sulle. Dann sieht man die Position, wo man stehen muss und kann dann hier durchschalten, wohin man schmeißen muss. Ich stehe also hier und schmeiße mit einem Jump Throw hier drüben hin. Und falls man ganz begriffsstutzig ist, gibt es hier drüben auch noch ein Video, das man sich dann anschauen kann, wie diese Smoke geworfen wird. Also es ist komplett insane. Du kannst einfach wirklich on the fly, während du spielst, diese Smokes halt dann schmeißen. Ich gucke mir jetzt das Video kurz an. Mit einem Jump Throw und dann siehst du sogar, wie die Smoke fliegt. Das gibt's ja gar nicht. Und ja, dann landet sie eben fast genau da, wo der Knoop sie eben hingeschmissen hat. Ich gehe jetzt also an die Position, die man beim Handy gesagt hat. Also ungefähr, ich würde sagen so. Oh, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Dann nehme ich meine Smokerine, ziel hier hin und schmeiß das Ding. So, gucken wir mal. Und Leute, City ist abgesmoked. Von ganz da hinten und nicht von hier wie so ein Dackel. Flupp. Und diese Funktion, sowie eben auch Nades und Mollys, habt ihr auf diesen ganzen Maps, die hier angezeigt sind. Ihr könnt auch, ich schiebe das mal eben hier hoch, so. Ihr könnt hier eben auf die Map-Übersicht, da sind wir ja gerade. Man kann auch noch Favoriten abspeichern. Dafür muss man sich aber einloggen. Und man kann hier noch auf Good to Know drücken und dann hat man hier, hat ein bisschen gedauert, Settings, Terms and Callouts. Tickrate, Erklärungen und so weiter. Also falls euch auch irgendwas noch nicht ganz klar ist, könnt ihr hier die ganze Show so angucken, wie man die Konsole aktiviert und so weiter. Sehr, sehr nice. Hier kann man sich also alles erklären lassen, was einem vielleicht noch unklar ist. Hier unten gibt es dann die Terms, also Movement und Throws, Positioning, Targeting. Das sind dann die einzelnen Erklärungen, was es eben bedeutet, wenn du zum Beispiel einen Sneak oder Steps Throw schmeißt oder einen Crouch und so weiter und so fort. Und zu den Positionen gibt es dann auch nochmal Erklärungen. Ah ja. Okay, das ist ja echt nice. Und die Callouts sind eben auch noch am Start. Also wem hier die Callouts auf Das 2 fehlen sollten, was komplett wahnsinnig ist, weil die Map jeder kennt, der kann dann hier nachschauen. Da findet ihr dann auch alle Callouts. Also hier, ich weiß jetzt jeder, wo Goose ist. So, wird alles abgefragt. Das ist auch eine sweete Geschichte. Ich gehe wieder zurück auf Maps. Hier sieht man dann nochmal die gesamte Übersicht. Und es ist für euch, wie gesagt, eine Hilfestellung. Und vor allem auch möglicherweise ein kleiner Push, auch in andere Maps zu gehen. Also bei uns war es zumindest immer so, dass das Argument gegen andere Maps das war, dass wir die Smokes darauf ja nicht können. Oder dass die Jungs die Smokes darauf nicht können. Ich konnte die bis dato sowieso nicht, aber jetzt mit der App kann ich auch mal eine schmeißen, weißt du. Also gerade Demi und Co. Haben oft gesagt, nee, nicht die, da können wir die Smokes nicht, da verlieren wir. Und auch nicht die Nades und Mollys und so weiter. Jetzt haben wir aber gerade vorgestern, glaube ich, Ancient gespielt und siehe da, wir hatten ja die Smoke-App am Start, also konnten wir easy peasy auch mal Mitte wegsmoken als Tee. Es war wirklich nice. Wir haben genau diese, warte mal, ich zeig's euch kurz, von wo haben die Jungs geworfen? Sie haben sie von hier unten am Spawn geworfen. Das muss das obere rechte, ja, die hier muss es gewesen sein.
Ja, oder die nebendran. Vielleicht auch die hier nebendran. Ich war meistens schon vorne. Ich war der halt dann die Smoke genutzt hat zum Klatschen oder zum Durchgehen. Ja. Diese App ist natürlich komplett kostenlos. Ihr könnt sie euch einfach im Store runterladen und dann eben kräftig benutzen. Und falls ich jemals wieder ein Smoke-Tutorial-Video machen werde, wird das ja der Anhaltspunkt sein, um die Smokes zu lernen. Oder Nate oder Molly oder sonst was. Ganz großes Nicer-Dicer an Skin Baron für diese Idee überhaupt, sowas zu machen. Wir haben ja alle gesehen, dass auf der Main-Page oder auf dem Main-YouTube-Kanal vielmehr von Skin Baron in den letzten paar Wochen und Monaten ja schon immer wieder Smoke-Videos kamen. Und da war das natürlich eine schöne Zuspitzung der ganzen Sache, dass einfach die ganzen Smokes gebündelt dann in eurem Handy vorhanden sind. Also, wer Smokes lernen möchte, holt euch Smoke Baron auf euer Handy und lernt ordentlich los. Vielen Dank für alles, meine Damen und Herren. Ich gehe jetzt wieder Richtung Livestream und werde heute Abend dann auf jeden Fall die ein oder andere Smoke oder Molly oder Nate benutzen. 18 Uhr geht der Stream wieder los und dann wird geballert. Also bis gleich, 18 Uhr. Haut da rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns jetzt gleich halt. Oder dann im nächsten Video. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.